Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ein bisschen verspätet, ich weiß eigentlich, sollte es gestern kommen, aber heute den neuen Track von der Vollversion von den Songs von Ju, Freunde. Sehr aktuell aus Songs aus der Bohne 3. Falls ihr meine Reaction noch nicht gesehen habt zu Songs aus der Bohne 3, Freunde, oben im i, es ist für euch verlinkt, ansonsten einfach den Kanal abonnieren. Sowieso würde mich sehr freuen, falls ihr ein Abo dalassen könntet, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder checkt einfach den Kanal ab und dann habt ihr direkt das bei euch in der Abo-Box, ja? Ansonsten, Freunde, schauen wir jetzt rein, hören hier rein bei Ja, Nein, Vielleicht. Das war ja auch der beste Song, fand ich. Das war der beste Song aus dem letzten Songs aus der Bohne-Teil. Und ich bin gespannt auf die weiteren. Ich glaube, Ju hat mal gesagt, die haben 23 oder so in der Pipeline noch. 23 Songs, die sie noch nicht veröffentlicht haben, aber schon zu Ende geschrieben haben. Irgendwie so war das. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ja, Nein, Vielleicht von Apache so gesehen. Wir hören zusammen rein, Freunde. Link zum Original, zum Streamen, ganz oben in der Beschreibung. Macht das auf jeden Fall. Und dann hören wir rein. Let's go! Halt dein Maul, hör zu viel Gelaber für Kopf und ich hör eh nicht zu. Oh, ja, ich weiß, gut. Du hast Bock auf ein Interview-View. Doch erstmal fahren im Block, ein Ghetto-Rendezvous. Keine Leute in der Fortune, an unseren Füßen Crocs. Ey, es ist krass, oder? Es ist wirklich krass, wie er es jedes Mal schafft, dass man direkt so raushört, ah, okay, das ist von dem, ah, okay, es ist von dem. Und ich meine, das ist wirklich, wirklich einfach so das Beste von den Top 5 Apache-Songs in einem, so wegen. Meinem Vorrat für zwei, oh shit, da stehen zwei Cops, aber hab Ausweis dabei. Ehre. Und zwar die Eistat-Watch, von Autogramm, ich sag nein, mach Vorstoppschild nicht top, nur für Pumpdünner Box. Hab ich lange nicht getraut, dir zu sagen, aber du bist eine geile Jaya. Ich könnte hier kein Zeit vor alle haben, aber du machst mich scharf wie eine Leica. Es ist wirklich gut. Ich hab hier noch um den heißen Brei zu reden. Sag, wer willst du mit mir gehen? Ich stell die Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und man muss auch nochmal Props geben an Ju. Er hat sich rap-technisch wirklich stetig verbessert, finde ich, ja. Stetig verbessert. Und gerade auch hier merkt man, ich finde, es ist nicht so leicht, einen Song zu schreiben, der sich nach einer anderen Person anhören soll, ja, weil es ist ja keine Parodie auf einen Song, den es schon gibt, es ist ein komplett neuer Song, der sich halt nach Apache anhört, aber diesen Song gibt es ja so von Apache nicht, deswegen, das ist schon so die, ja, schon so Oberklasse, es ist schon nicht einfach. Und in ein paar Tagen ist es schon wieder vorbei, Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht, ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hals. Oh, das ist jetzt der neue Part, oder? Ich glaube, das ist der neue Part, Freunde. 4 Stunden nur für uns zwei, ja, dein Outfit rasiert. Siri, warum wird mir heiß? Hast mich echt therapiert. Ich bin verliebt in dir, hör für dich auf mit dir. Ich bin verliebt in dir, Freunde, ich bin auch verliebt in euch. Verliebt in dir, hör für dich auf mit dir. Ich zock nie wieder Fortnite, komm, bau ein Haus mit mir. Dann chill ich nur noch daheim, lass mich dein Haupt passieren. Okay. Die ist so schön weich, schreib auf Briefpapier, die Augen mies von dir. Hab ich lange nicht getraut, dir zu sagen, aber du bist eine geile Jaya. Ich könnte ist auch eine gute Melodie, es ist wirklich eine gute Melodie und dieses leicht Geflüsterte von Apache ist damit drin. Also es ist wirklich, finde ich, auf jeden Fall aus Songs aus der Bohne 3 die beste Parodie. Die beste Parodie und auch wirklich einer der stärksten Songs aus der Bohne Songs überhaupt bis jetzt, ja. Du bist eine geile Jaya. Ich könnte hier Fenster vor alle haben, aber du machst mich scharf wie eine Leica. Ich hab keinen Bock jetzt hier noch um den heißen Brei zu reden. Sag mir, willst du mit mir gehen? Ich stell die Frage aller Fragen. Ey, ich würde dazu wirklich tanzen einfach. Und in ein paar Tagen jetzt Real Talk. Schon wieder vorbei. Seid ehrlich, Freunde, seid ehrlich. Wenn das im Club läuft, ich bin der Letzte, der da rumsitzt. Ich bin der Erste, der auf der Tanzfläche sitzt und das Tanzbein schwingt. Jetzt Real Talk. Das hat Potenzial auf jeden Fall. Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Heim. Und auch wirklich nochmal Shoutouts an Vince für das geile Instrumental, Alter. Sehr cool. Sehr, sehr cool, oder? Das ist gut. Boah. Ey, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ja. Leute, das war's an dieser Stelle schon mit dem Song. Wirklich stark, oder? Also schreibt mir mal gerne eure, sagen wir Top 3, Top 3 Songs aus der Bonus-Songs in die Kommentare. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Bei mir ist auf jeden Fall auf Platz 1 Ja, Nein, Vielleicht. Ich würde schon sagen, das ist der beste Songs aus der Bohne-Song, finde ich.
Der ist so unglaublich gut getroffen und so unglaublich gut gemacht. Wir haben natürlich noch aus Halloween in Asozial haben wir auch noch einen Apache-like-Song, den ich auch übertrieben gut fand. Ich hoffe, da kommt auch noch vielleicht eine Vollversion von online. Aber jetzt kommt wieder regelmäßig Vollversion. Das heißt, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Wir werden natürlich alle anhören, ja. Ich habe auch eine Playlist gemacht, wo wir nur die Songs haben. Auch oben. Was haben wir eine Stimme gerade los? Habt ihr das gehört, Freunde? Huch, Stimmbruch incoming. wo ich oben im i für euch nochmal die Playlist verlinkt habe, wo wir alle Songs in den Vollversionen uns zusammen angehört haben. Das könnt ihr dort finden. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, die Liste zu kommentieren. Ich lese mal alle Kommentare durch und lasst gerne ein Abo da. Streamt den Song auf Spotify und packt ihn in eure Playlisten. Das war's von mir, Freunde. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh natürlich, ja. So wie immer und ciao.